So, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS22. Hier bei der Familie Raffzahn. Es ist Freitagabend, wir sind wieder im Stream unterwegs, heute mit Bild. Guten Abend. Und ja, wir sind hier auf Feld 39, ernten hier gerade ein bisschen Gerste. Und ja, Hartmut war so nett und hat uns einen weiteren großen Auftrag an Land gezogen. Feld 4. Den wir hier ernten sollen, und natürlich unser Feld 7 ist auch erntereif, da müssen wir natürlich auch loslegen. Und ja, wir haben November, es soll auch bald regnen, dann war es das erstmal mit Ernten. Aber schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Übrigens vielen Dank fürs viele Zuschauen, ich bedanke mich ganz herzlich, deswegen heute auch mal mit Webcam. Ich hatte einfach mal Lust, heute mal wieder so live zu gehen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Und ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mögt. Das vielleicht weitermachen sollen oder ja, das eher störend ist im Bild, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ja, ja, und was ich nicht allzu oft sage, aber gerne heute mal betone: Wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, lasst doch einfach mal ein Däumchen da. Schreibt mal in die Kommentare, wer dabei ist, wer guckt es sich an. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, dann gerne auch das reinhauen, und Freitagabends könnt ihr bei Twitch hier reinschauen, können wir auch gerne miteinander plaudern. Und ja, würde mich freuen, über den einen oder anderen vielleicht mal hier live zu begrüßen. Und da unsere Community-Gemeinde Freitagabends noch ein bisschen klein ist, freue ich mich natürlich über jeden Gast, der mir Freitagabends hier mal wieder reinschaut. Bei Twitch natürlich ist auch da ein Follow jederzeit gern gesehen, logischerweise. Und ja, wie gesagt, heute ist Familie Raffzahn wieder auf der Gemeinde Rade. Im LSFM-Version sind wir unterwegs, noch in der Vorversion. Es gibt ein Update, das haben wir nicht mitgemacht, dann hätten wir noch einen Spielstand gebraucht. Das wollten wir nicht mitmachen. Deswegen sind wir noch auf dem alten Stand unterwegs. Und ja, ich würde mal sagen, lass uns wieder reingehen zu den Kollegen. Mal gucken, was da so gerade ansteht. Gut, müsst wahrscheinlich alles häckseln, was geht, oder? Ruhe. Jetzt ist wieder Ruhe? Nein, es ist keine Ruhe. Ich weiß, warum du keinen Umweltbonus bis jetzt kennst. Weil ich keinen verdient habe. Ja, erstens. Oder was? Zweitens, weil es nicht mit Precision Farming spielst. Jetzt tut's grün. Jetzt gibt's langsam einen Sinn, ja. Precision, also du kriegst den Umweltbonus nur, wenn du mit Precision Farming spielst. Jetzt, genau. Das habe ich immer ausgelassen bis jetzt. Precision Farming. Nee, einmal habe ich es angespielt. Ja, es ist auf der Bergmann, aber. Ah, wir sind Gemeinde Rade. Ja, aber auf der Bergmann habe ich es eingespielt. Da haben wir es mal ausprobiert. Und hat dir nicht gefallen? Nee. Und wie rechtfertigt sich das denn? Weil du bei Precision Farming weniger Dünger benutzt, sage ich jetzt mal, kriegst du deswegen einen Bonus? Ich sag mal so, durch das Precision Farming ist es so, dass er alles dann so angepasst wird und halt ausgegeben wird, dass das Feld halt eins auf 125% Ernteertrag anerobt. Genau. Und dadurch, dass es halt alles so viel, viel weniger herausgegeben wird, als so man, wenn man so normal spielt, so also, ich weiß mal, gar nichts, ist es halt, du verballerst da komplett, du kannst es wahrscheinlich bei Kalk also gut messen. Du fährst einmal mit dem Feld und du denkst, ach komm, bei Hälfte oder bei einem Viertel des Feldes hast du schon komplett den Kalktank leer und musst wieder umdrehen. Bei Precision Farming mit einer Kalkbrühe komplett auf zwei Felder was arbeiten kannst. Das heißt so, dass der Kalk halt so rationiert wird, dass er halt einfach gut für das Feld ist, aber auch nicht schädlich für das Feld ist. Genau. Danke Skillmaster, dass du uns das erklären kannst, wie das Precision Farming funktioniert. Was anderes, was macht man mit 500k Silage im Monat? Das würde mich eher interessieren, und die Schuppen. Okay. Dauerleitung? Nein, da ist wer dabei, der hat ca. 8-mal so groß wie unsere BGA ist, weil er braucht im Monat 500k Silage. Ja, ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Für die BGA, okay. War fast klar. Die Felder bekommen Punkte und umso höher. Okay, also. Dein Precision Farming ist, dass es irgendwelche Punkte gibt.
pro Feld und je höher die Punkte, umso höher ist der Bonus. Verständlich? Mhm. Was ist denn das für ein Feld? Mhm. Hartmut, hast du nichts zu tun? Doch. Du könntest mal die Bäume da abhageln. Das ist ja ein Graus hier. Guck mal, wie kann man sowas machen? Ja, weißt du, wem fällt sowas ein? Frage einen Förster, der die Försterliese sucht. Ja, das soll mal die Försterliese suchen, da soll ich mal seine Säge schnappen und das Ding abbauen. Das gibt's ja echt nie auf keinem Dampfer sowas. Wo liegt denn hier Stroh? Überall? Wo liegt denn hier Strohbald? Nein, noch keine? Also 5. Noch keine. Also 500k Silage, muss ich echt sagen, im Monat, das ist. Das ist eine Aufgabe, ja. Gratuliere, wer sie das, also wirklich gratuliere, das sich anzutun. Bodenbewertung wird gesteigert durch Mulchen, organischen Düngen, Flügen, nur wenn es nötig ist, okay. Mhm. Zum Glück gibt es bei Precision Farming so eine coole Anzeige, das macht man einfach und dann ist er erledigt. Ja. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist es einfach. Ja, gebe ich vollkommen recht, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. Wie bei so vielen, ne? Ja. So. 10 Millionen Liter Silage im Lager. Also es klingt ein bisschen, wie wenn der langweilig ist, ohne dass das best gemeint ist. Gemein. Ja, voll in Ordnung. Curseplay und AD kriegt man alles hin. Skillmaster, ich trau dir sogar zu, dass du das alles selbst mit Hand gedroschen hast, oder beziehungsweise gehäckselt, ohne AD und Curseplay. Gib mir bitte recht. Im schlimmsten Fall lüge einfach und sag ja. Ja, sonst merkt er, dass er nichts schafft in seinem Leben. Genau, ich merke nämlich sonst, dass ich nichts schaffe. Fällt zum Schieben vom Glauben ab. So, Leonard, haben wir es geschafft hier? Jo. Ja, dann ab auf Feld 4. Das kannst du vergessen, ich gehe jetzt erstmal auf Feld 7. In der Nähe von Feld 4. Ich gehe trotzdem auf unser eigenes Feld. Okay. Das ist viel wichtiger. Was ist denn da eigentlich rechts drauf? Rechts ist Gas. Was ist denn eigentlich drauf? Hafer so. Oder Hafer? Soja. Soja und Hafer. Mhm. Und ist alles reif, gell? Da haben wir gesagt, was machen wir da drauf? Wiese. Der Gras. Mhm. Gras. Das ist ja Gras. So. Es geht mir gerade wirklich nicht ein. 10 Millionen Liter Silage. Kommst du jetzt schon über sämtliche Kanäle? Ich dachte gerade, wer schreibt mir denn da? Das ist mein Abfahrkollege. Ja, ich mach was anderes. Ja, gut. So, dann einmal. Zweimal. Genau. Also es ist gut, dass sich die Dinger inzwischen arretieren, die Schneidwerke. Und wenn man einen schweren Abbruch noch habe, ist er unterwegs doch immer verloren. Ja. Du hast das ein paar Mal verloren, gell? Ich habe die ständig verloren, die Schneidwerke, ja. Ich krieg die dann gescheit auf den Teil da drauf. Das hat halt auch was mit künstlerischem Geschick zu tun. Ja, hab ich nie behauptet, dass ich das hätte. Da muss ich zugeben, das kann ich nicht. Aber muss ja auch nicht alles können. So, jetzt geht's auf unser eigenes Feld. So. Okay, also es war alles ohne Autodrive und Curseplay, aber es gab Hilfe.
Gut, jetzt okay. Verkaufe ich mich, ich werde mich dann irgendwann einmal in 15 Jahren wieder melden, wenn ich dann auch so weit bin. Nein, Spaß. Das weiß ich nicht. Eine ordentliche Leistung. Ach. Holla, die Waldfee. Ja. Ja, ja, das war mir klar, Hilfe ohne KI von anderen Spielern. Das ist, das war mir bewusst. Spielt's jetzt zwar zusammen. Durchs Ballenbeißen. Was geht denn hier ab, Mensch? Also, ich hab da gerade zwei richtige Silagemaster, glaube ich. 828 Rundballenpressen. Oh, ich könnte einen Förster brauchen. Okay, ich spüre es mir dann. Okay. Okay, ja, gut. Ja, aber trotzdem, 828 Rundballen, ich meine, das ist ja trotzdem nicht an einem Tag erledigt. 28 Rundballen? Na, 800. 800? 8. 2, 8. Jo. Okay. Du legst mir mal. Also, da steige ich auch raus. Ja, nee. Aber gut. Das ist ja so interessant an dem Spiel, ne? Ja, jeder kann mich ja mal. Genau, jeder kann mich mal. Aber das ist zum Beispiel. Du musst es verstehen und etwa 100%, warum auf der Grünfelder Landung. Grünfelder Land ist natürlich dann. Das Nameprogramm. Ist an dem. Also nichts gegen Silage bzw. Häckseln und dem Ganzen. Aber ich verstehe nicht, es gibt ja wirklich Leute, die stehen sich da so drauf auf das Häckseln und auf Silage machen. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, da gibt es ja immer die Häckselpartys und so, ne? Genau. Ich finde es. Aber da bin ich deiner Meinung, ich finde es immer totlangweilig. Nein, also ja, es ist schön zu machen, aber irgendwie finde ich es trotzdem totlangweilig. Es tut mir leid. Es ist halt. Ja. Okay, da braucht es 8 Leute, dass die 828 Ballen braucht. Ja, das vermute ich mal, ja. Da muss wirklich jeder mit ran. Heute für 828 Ballen, das waren zwar knapp. Lass den Treffer ganz, ja. Also ihr seid auch im reellen Leben auch Landwirte. So, habt ihr mir jetzt das vom Spiel verzählt mit 828 Ballen oder habt ihr das jetzt auch auf euer richtiges Leben bezogen? Das war jetzt nicht. In Game oder in Real? Ich meine, im Real Life muss ich ganz ehrlich sagen, im Spiel, okay. Aber im Real Life Häcksler fahren ist richtig geil. Das glaube ich, das ist ein Monsterteil. Ja, also das habe ich die Ehre. Cool, ja. Die Ehre habe ich schon gehabt, dass ich echt? Beim Luzerner Häckseln dabei war. Ja. Ja. Mir wird es ja schon reichen, mal in ein schönes Glas reinzusitzen. Es ist traurig geworden. Es ist heftig geworden, es war ein Glas. In dem ich da gesessen bin. Oh, das noch. Ja. Viele sind an mir schon vorbeigefahren. Selber durfte ich mir in keinen reinsetzen. Irgendwie hat es noch nicht geklappt. Okay. Ja, das Coole ist, also, und das muss ich wirklich sagen, und das ist jetzt die Bauern. Wenn du bei einem Feld vorbeifährst und nur dazu hast, du hast ein Kind mit, dann kannst du das immer so cool aufs Kind schieben. Und die sind dann immer voll angetan, wenn dann auf einmal das Kind, oh, ich mag das voll cool, war wow, voll super. Und dann soll ich fragen für die, ob du mitfahren darfst. Ja. Frag einmal. Ja. Dann fragst du, dann heißt, ja, mag der Papa auch mitfahren? Nein, muss er nicht ja, sein. Genau. Na, doch, komm, steig mit ein. Wenn aber bloß ein Platz. Ach, Bub, bleib doch da, komm, ich mach. Genau. Nein, das finde ich wirklich cool, dass da die wirklich nur so offen sind, dass es ja. Fängt das Regnen an. Ja, so ist es. Nichts war es mit Weiterernten. Aber das finde ich wirklich cool. Ja, wie groß ist Eicher Landwirtschaft? Ups. Oder seid ihr nur Quartlohnunternehmen? Gibt es da so ein großes
gibt es ein Sonnensegel, gibt es bestimmt ein Regensegel, oder? Könnte man sich über das Feld 7 spannen, da könnte man vielleicht trotzdem ernten. Na, es ist so. Aber Milchviehbetrieb in Bullen, in der Bullenmark, okay, ja. Mhm. Darf man so ein bisschen. Ich arbeite im Lohnunternehmen mit angeschlossenen Bioregionen. Ja, das ist cool. Okay. Welche Region ist das? Genau, da wollte ich gerade fragen, welche Region seid ihr circa bei. Oh, ja, so ist es, ne, Leonard? Die Bille. Lass mal der Vater oder Schmal fahren, ne? Das wäre schneller. Ja, Schleswig-Holstein. Ich muss halt anders aus. Oh. Nicht schlecht. Nachdem ich in den deutschen Bundesländern nicht so gut bin. Ganz im Norden. Ganz im Norden oben. Hamburg, oder was? Naja, daneben halt. In das Bundesland. Kiel. Rostock. So. Rostock ist MacPom. Ja. Du fährst nach Hamburg und verlässt die Stadt nach Norden, dann bist du in Schleswig-Holstein. Ah, okay. Aus Niedersachsen, okay, ursprünglich aus Niedersachsen. Und wenn du rechtzeitig vom Gas gehst, bist du in Dänemark. Wenn du es vergisst, dann bist du in Oslo rübergekommen. Zwischen Höxter und Paderborn. Boah, das ist ja herunter bei, oder? Ja, Höxter und Paderborn, das ist ja in Niedersachsen, oder? Das ist schon eine Grenze zu Schleswig, ne? NRW. Soweit bin ich schon, Leute, das war's. Ah, Spaß. Ein bisschen kenne ich mich eh aus, aber. Jo. Unter Hannover. Gut. Weiß ich Bescheid, wo es ist. Was machen wir denn jetzt bei dem Regen? Ja, es gehörten wieder mal ein paar Tiere zurückgefahren, weil komischerweise hat es da letzte Woche welche gegeben, die haben alle Tiere weggebracht. Wo haben sie die hingebracht? Ja, auf die neue Weide. Und wir wollten noch Hälfte machen. Auf die neue Weide. Wir haben eine neue Weide? Ich bin irgendwas losgegangen, glaube ich. Wo haben wir eine neue Weide? Auf dem A. Wow, jetzt bist du abgestorben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mein Opa war in der Landwirtschaft in Deutschland. Der war in der Nähe von Leipzig. Leipzig, der hat jetzt zum Schluss für ein riesengroßes Unternehmen in Deutschland gearbeitet. Tierhänger? Ja. Ei, wo ist der? Schappi. Hier bei mir. Wo ist bei dir? Wo bist du? Am Hof? Ja, ich auch. Was ist denn das? Muss man da erst zuklappen? Ach, wenn du den hast, dann wolltest du das jetzt gerade machen, oder wie? Nö, ich wollte den bringen. Ist aber nett. Bring schon gleich ein Butterbrot noch mit. Ist Mittagszeit. Leonard? Heute Abend müssen wir uns mal unterhalten. Wir müssen uns heute Abend mal unterhalten, mit dem Vorfahrt und überhaupt. Oder Rolf? Ja. Bist du schon zurück? Du bist gerade am. Ja. Rolf, das Ding. Kannst du mit dem einen Anhänger. Wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn ich den Satz höre, hä? Hier. Aber dann kriegst du jetzt von mir den Euro. Das muss mit jemand anders aushandeln. So, was ist Vater? Kannst du bitte den einen Silage-Anhänger, wo in deinem Bruderherz sein Tracker davor hängt? Das ist klar, dass der Vorfahrt in der Affe. Entschuldigung. Genau. Ja. Silage verkaufen. Na klar. Perfekt. Silage! Kauft Silage, Leute! Heute Silage im Angebot! So ist der Marktschreier spielen. Du vereignest dich jetzt gerade. Darf noch etwas Silage sein? Die... Na
in dem Sonneneingebot. Das sind aber Schafe. Aber voll die Stimme aus. Wollen wir. Hä? Das heißt die Schafe, oder? Wir haben jetzt bloß nur ein Schaf bei unserem Hof. Es gibt, wenn wir bei ihm die Silage bringen, er gibt uns 2,50 €, ich hoffe für einen Liter, oder? Virtuell durchschleusen. Genau, virtuell durchschleusen, wir verkaufen dir die Silage. Was wird denn das? Für alle, es sind für alles nur 3,50 €, das ist ein bisschen. Welcher Honk ist das? Das kann nur der Leo sein. So. 3,50 € für alles, das ist aber. Wie steht denn der Akte? Ja, 3. Was wollen wir jetzt noch machen? Machen wir es langsam, ich hol den. Was ist denn der aktuelle Silagewert? Müssen wir mal im Wechselkurs anschauen. Okay. Also der Viehhändler wird uns 330 geben, ein bisschen mehr. Okay, ja, dann bringst du dorthin. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Echtverkaufsstation, oder? Der Rest ist ja alles unser Zeug. Ja. Peter, hast du den Kühen jetzt gelernt, wie man die... Was soll ich? Was erzählst du mir? Hast du jetzt den Kühen beigebracht, wie sie die Wiese fressen? Natürlich nicht. Das wolltest du doch machen. Du wolltest doch extra deine... dich nochmal damit auseinandersetzen. Achso, ihr wollt Kuhflüstern bestimmt. Ja. Hast es nicht gemacht. Na doch, habe ich schon gemacht, aber. Das sind aber nur 4 Schafe hier. Warte mal. Das ist ja. Hatten wir das? Sind auf der... Wir haben ja nur. Wir haben nur 4 Schafe hier auf der Weide. Wir haben. Ich nehme doch jetzt da nicht 4 Schafe weg. Wir sind leider Freitag zum Spaß und. Hä? Wie viele Schafe hatten wir denn eigentlich, Leute? 10 oder so. Ich weiß es nicht. 10? Weil einige. Auf der Weide sind nur 4 und das hier ist eingegangen, weil es alleine war jetzt oder wie? Jetzt ist nämlich gar keins mehr da. Interessant wird das. Hat sich das verkrümelt? Dann ist das auf der Reise und hast ausgewandert. Sie sind davon gelaufen. Ja, das sollte man. Vielleicht sollte man das mal wirklich anfangen. Ja, wir haben nur noch 4 Schafe. Das ist weg, wirklich. Die sind uns weggestorben. Okay, blöd. Das war mal in also auf Wirtschaftsschwierigkeit auch wirklich schwer spielen. Das war echt einmal interessant. Bier! Ja, nein, nicht Bier. Bier. Nein, Bier. Nicht Bier. Ja. Bier. Bier auch schwer. Kannst vergessen. Wir kriegen es ja nicht mehr auf normal. Wir kriegen es ja nicht mehr auf normal hin. Ja gut, das ist wieder was anderes. Was willst du mit schwer? Du machst mir einen Spaß. Tierischen Spaß. Da muss ich ja schon was drauf trinken. Auf schwer bringt meine BGA circa 7. Das ist ja eh viel, oder? Naja, 750 km/h, ja, gut, für die Arbeit, die du dafür antust, ist schon wieder fast zu wenig. Da brauchst du einen Kuhstall. Und wer war, Rolf, du hast das gesagt, gell? Wenn du die Gülle in die BGA bringst, dann ist das besser. Also ich hab's... Du... Wenn du das Zeugs, was du... Also wenn du Gülle oder... Mist kauft und von dem Geld Dünger kaufst, kannst du damit mehr Feld düngen als mit der Gülle oder dem Mist. Und das würde und daraus errechnet sich dann, dass es besser ist, die Gülle und den Mist nicht als Dünger zu verwenden, sondern auf irgendwelche Weisen halt zu Geld zu machen. Mhm. Idealerweise vielleicht in der Biogasanlage, denn dann würdest du nochmal doppelt ab. Vorteil einstreichen können und hätte es ja trotzdem noch die. Wieder recht abgehackt. Aber es funktioniert auch, wenn du die Biogasanlage nicht besitzt, sondern nur das Geld einstreichst. Auch das ist schon bereits ein kleiner Vorteil. Okay.
Aber ob wir das jetzt hier nutzen wollen, ist, glaube ich, am Ende zweitrangig. Da geht es um ein paar Meter oder sowas, ja. Das ist jetzt nicht total der Game Changer oder so. Na. Aber das war mal wirklich, also mir war das echt. Also an sich im Real Life ist ja richtig cool zu machen. Also das ist ja wirklich ein Highlight eigentlich. Das verstehe ich ja vollkommen. Ich meine, das wird weich. In so einer Wirtschaft unterwegs hat es aber. Im Spiel selber finde ich halt Häckseln wieder. Ja. Wie soll man das jetzt sagen? Es ist nicht so unbedingt mein. Ja, Skiffy mag das ja auch nicht so, wie gesagt. Nein, man gehäckselt kehrt, ist absolut kein Thema, aber so wie es eben ist, diese riesengroßen Häckselpartys und 15 Leute am Server nur zum Häckseln. Ich denke, da geht es aber auch so ein bisschen, um das mal so richtig krass darzustellen. Also ich glaube, jeden Tag ist das natürlich auch irgendwann lahm, so, aber weißt du, das ist ja vielleicht auch, weißt du, wenn du jetzt so, stell vor, so ein Nordostdeutschland, so da tagelang am Häckseln sind und diese riesigen Silo-Bunker, sowas. Ja. Schön, warum? Vor allem, wenn jetzt vergleichst du eine Chance, selber den Häcksler alleine zu fahren, da brauchtest du ja schon allein deswegen ja Kollegen. Wenn man den Helfer den Häcksler fahren lässt und du mit dem Anhänger hinterher. Und dann denkst du ja auch, und dafür hast du jetzt 300.000 zusammengespart, dass der Helfer den Häcksler fährt. Wenn ihr Anhänger also beim Viehhändler fest irgendwie. Da ist das bei dir auch so hin und wieder, ist der Nick so. Ja, immer wieder weg. Okay. Ja, irgendwie spinnt wahrscheinlich gerade TS, die hatten vorher nochmal komplett neu durchgestartet. Aber jetzt ist es gerade wieder. Mein Fermenter benötigt pro Zyklus 32 km Silage, 7,7 km Gülle und Mist und 3850 Liter Rübenschnitzel. Okay, du hast halt da. Also, ich meine, in dem Fall hast du halt alles wirklich komplett gefüllt. Die 750 km. Aber es ist trotzdem nicht viel. Oder? Ja, es ist schon ein bisschen was. So, wir machen jetzt wieder der Trick 17 und hoffen, dass das noch funktioniert. Ja. Irgendwie hakt das gerade wieder mal. Es ist wirklich, also, puh, gratuliere, Kiste, wirklich. Die Kiste, ja. Stockt der Weg. Was nehmen wir denn für Schafe? Irgendwie will hier niemand die Silage. Käse mit dem Abbrechen. Rolf? Der bin ich. Was will niemand? Ich krieg's hier irgendwie nicht hin, hier die Silage zu verhökern. Okay. Bin ich hier an der falschen Ecke, oder? Ja. Achso, na warte mal, das ist. Da ist der Rolf. Du musst, wo willst denn du hin? Zum Viehhändler, oder? Hast du gesagt. Ja, ich bin jetzt hier beim Landhandel. Genau, da vorne. Da vorne habe ich nur gesehen, dass da eine Gülle-Ankaufstation ist. Und jetzt haut ab, ihr Autos. Warte, ich stelle mich davor, bleib stehen. Ja, genau, dann lässt du dich mal überfahren und dann kommen auch noch die Bullen. Komm mit hier. Vorgängerpfosten.
Also, da muss ich glaube, insgesamt war das auch keine. Ein bisschen schwächlich auf der Brust. Also der Trecker. Vermentern, 2 Gärreste lagern, 11 Zufuhrbunkern und 9 großen Generatoren. Das ist heftig. Upp, uploaden. Ja, das ist meine Ansage. Hast du es selber aufgebaut oder ist das auch... Das ist eine Ansage. So, meine Lieben, aber das sollte doch mal gewesen sein für diese Folge. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hört dann auf zu regnen. Es ist ja schon 16 Uhr heute. Ja, im November, es wird auch früh dunkel. Wir haben jetzt mal ein paar Schafe und so ein bisschen gekauft und irgendwie haben unsere Schafe sich ein bisschen aufgelöst. Wir haben jetzt nur noch 4 auf der Weide und die restlichen bei uns am Hof sind gar keine mehr. Ich habe jetzt da eine bunte Mischung gekauft und das mache ich jetzt für den anderen Hof auch noch, dass wir da einfach mal ein paar Schafe reinkriegen. Weil mit 4 Schafen, ja, da brauchst du eigentlich keine haben. Ne? Ja, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, hat euch wie gesagt gefallen und lasst doch gerne ein Däumchen da. Oder ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Schaut beim Kollegen rein. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.